Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Foundation. Und hier wird ganz ordentlich an unserer Taverne gedengelt. Naja gut, es ist gerade so ein bisschen irritierend, dass diese ganzen Ausgucke aus den verschiedenen Dächern schon existieren, während das restliche Haus noch fehlt. Aber was soll's? Ich meine, hallo, wir sind kreativ. Wir können uns vorstellen, dass hier bald ein Haus steht. Und wir können hier aus Wildschwein. Okay, wo kriege ich denn Wildschwein her? Und Käse Mahlzeiten herstellen. Ich bin gespannt, wo ich das Wildschwein herkriegen soll. Wo gibt's das denn? Ist das bei der Jägerhütte vielleicht? Kriege ich jetzt. Ah, okay. Jetzt wird hier Wildschwein produziert und nicht mehr Hirsch. Okay, jetzt bin ich offiziell irritiert. Egal. So, dann müssen wir aber mal gucken, dass unsere Märkte das vielleicht gar nicht mehr verkaufen. Weil ich glaube, das wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn ich hier sage, okay, dann verkauft doch mal Fisch oder so. Damit wir unsere Wildschwein künftig für andere Dinge aufbewahren können. Was haben wir denn hier? Hier ist Fisch. Hier ist Brot. Okay, was bist du hier? Wildschwein. Ich glaube mal, den Marktstand nehmen wir mit. Ja, der wird gelöscht. Ich glaube, jetzt ist die Arme hier joblos, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Oh Mann. Ich will jetzt meine Wildschweine für die Taverne ein bisschen sparen. Was haben wir denn hier alles drin? Warenplatz 4 Wildschwein. Okay, kriegen wir hin. So. Gab es hier dann irgendwie noch einen Wildschweinverkauf? Hier habe ich Fisch jetzt eingestellt. Ach, warte mal. Den Marktstand für den Fisch brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, du wirst gelöscht. Hier haben wir noch Mary, die Hemden verkauft. So. Okay, das könnte schon mal funktionieren. Was haben wir denn hier im Angebot? So, du verkaufst Fisch, du verkaufst Beeren, du verkaufst Klamotten und du verkaufst Brot. Okay, kriegen wir hin. Unsere Taverne nimmt noch mehr Gestalt an. Hier haben wir schon mal den Kamin. Also es wird, es wird. Ich liebe diese Taverne. Das ist so ein geiles System. Ah. So, was haben wir denn hier? Brot, Fisch, gewöhnlich und hier haben wir gar nichts. Okay. Da kann ich nachher Käse reinstellen oder so. Mal gucken. Und was verkauft der hier? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr auswendig. Hier gibt es Brot und Beeren. Okay. Auch nicht das Thema. Und Hemden gibt es auch. Okay. Wunderbar. Was will man mehr? Puh. Okay. Also hier entwickelt sich jetzt gerade noch gar nichts. Ich hatte ja in der letzten Folge ein paar Bäume gesetzt, um mal zu gucken, ob sich da irgendwelche Dinge tun. Aber vielleicht brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Verzierung so insgesamt. Gucken wir mal. Mit so Sträuchern zwischendrin, zwischen den Bäumen. So, ich glaube, die drehe ich jetzt mal, damit das nicht zu langweilig aussieht. So. Man kann ja hier schon schöne Dinge bauen. Also, muss ich ja mal sagen. Noch ein bisschen mehr Zierrat wäre geil, aber geht auch so. Wenn man ein bisschen kreativ ist, kriegt man alles hin hier. So, hier könnten wir noch ein paar so vor den Eingang, vor diese Kirche. So. Und vielleicht noch irgendwie so ein, zwei Zypressen. Oh. Passt. Wir werden euch jetzt hier eine Zwangsentwicklung verordnen, liebe Leute. Ihr möchtet noch mehr Deko haben, dann baut eure Häuser aus. So, und hier sieht man dann schon, dass der Balkon gebaut wird. Also zumindest dieser Vorsprung wird angelegt und hier unten sind die Pfosten für den Balkon. Und hier ist der Durchgang. Ach, ich finde das so super. Ernsthaft, das gefällt mir einfach mega bisher. So geil.
Oh, ich könnte hier eigentlich gleich auch nochmal so einen Zierstrauch hinsetzen. So, hier. Haha. Direkt neben den Eingang. Wir verschönern gleich mal die Baustelle, damit die Leute hier glücklich werden. So, und wie schaut's hier aus? Da fehlen jetzt noch ein paar Arbeitseinheiten. Okay, hier kommt unser Baumeister und schrattelt gleich noch am Kloster ein bisschen. Okay, alles kein Ding. Dann können wir hier eigentlich ja schon mal die nächste Hecke setzen. Ja, Gunnar, diese Hecken sind für dich. So, was habe ich hier noch? Tavernenwand. Ach ja, stimmt, klar. So, ich glaube mal, ich setze das hier. Und dann kommt hier noch ein Zierbusch hin. Hoppala, so, warte mal, da. So. Weil ich meine, hier sind ja immerhin Türen. Und das Kloster ist fertig. Ist das nicht, Alter? Ist das hier nicht mal ein ultra geiler Bau, liebe Leute? Ich stehe da drauf. Und wir haben hier hinten auch noch eine Menge Platz zum Erweitern. Leco mio. Oh, das wird so teuer werden, das hier alles. Okay, gewählte Funktion. Was haben wir denn hier? Schlafräume? Ah ja, mehr Kapazität. Die Gesandten werden hier untergebracht. Okay. Gibt einen Dorfbewohner an das Kloster ab. Okay. Und jetzt? Habe ich dann jetzt hier Mönche, die hier rumlaufen, oder was? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich muss ich noch ein paar mehr Leute emigrieren lassen. Damit wir hier mal wieder ein bisschen mehr Spaß kriegen oder so. So, Kloster. Also rein theoretisch sollten wir doch jetzt hier so ein bisschen Weinberge bauen können und so. Aber wir haben hier so viel Wald, dass wir dafür gar keinen Platz haben. Oh Mann. Oh, das wird noch lustig werden hier. So, dann würde ich mal überlegen, ob wir hier nicht in der Gegend ein paar Leute ansiedeln. So, hier in der Gegend vielleicht. Wie machen wir das am gescheitesten? Hier ist unser Feld. Das heißt, wir müssten hier den Wald irgendwie abholzen. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Abbau. Ach nee, das ist jetzt auch noch ein Jagdgebiet. Ach fuck. Okay, da war doch irgendwas. Ich wusste, dass da irgendwo ein Problem war. Holzen wir erstmal hier ein bisschen ab. So, außenrum. Oh Mann. Na, das wird ja lustig hier. Okay, und unsere Taverne steht hier und hat Spaß. Hatten wir nicht irgendwo den unglaublich vielen Wein gesammelt? Wo ist denn der Wein? Ich hatte hier so viel Wein. Shit, wo ist denn der Wein hin? Fuck. Ah, verdammt. Ich habe doch bei diesen ganzen Aufträgen immer wieder so viel Wein generiert. Der muss doch irgendwo sein. Hier haben wir Fässer. Was könnte ich denn hier sonst noch einlagern? Okay, Wein darf ich hier gar nicht einlagern. Okay, ist der hier drin? Nee. Haben wir Brot, Beeren, Fisch, whatever? Wo ist der blöde Wein? Verdammt. Hier auch nicht. Oh, scheiße. Mein Wein ist verloren gegangen. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, das ist der Nachteil, wenn man bei einem Spiel, bei dem sich Dinge verändern, eben manches, nicht mitkriegt. Ah, fuck. Okay. Gut, dann müssen wir hier wohl ein bisschen ausbauen, damit das Ganze hier sinnvoll wird. So, haben wir denn jetzt hier irgendwelche Klosterbrüder? Kann ich hier irgendwas bearbeiten? Nee. So, aber ich könnte eine Bienenzucht basteln. Und ein Weinberg und ein Weingut. So, gucken wir doch mal. Ah, okay. Das ist jetzt das Weingut. Wo stellt man das am besten hin? Oder die Bienenzucht? Kann man die hier irgendwie vorne dran parken vielleicht? Das wäre doch ganz cool. Ich stelle die mal hier hin. Was brauchen wir denn dafür? Ah ja, Werkzeuge und ein paar Planken. Ja, das kriegen wir hin.
Und hier ist der freundliche Händler. Auch nicht das Thema. Oh, der möchte gerne Honig kaufen. Das ist natürlich schön. So. Ah ja, guck mal hier. Der kauft für 20 den Honig. Da lohnt sich das ja dann auch. Cool. Okay. Dann muss ich jetzt mal schauen, dass ich noch ein Lagerhaus baue, damit ich irgendwo den ganzen Wein einlagern kann, der für meine Soldaten kommt. Ah, das ist doch mal blöd. So. Fisch. Oder ich sag hier, ich möchte hier gar kein Wildschwein. Ich möchte hier gerne den Trauben, Wildschwein, Wein haben. Okay. Ich frage mich echt, wo der hingekommen ist. Vielleicht steht er hier irgendwo noch im Dorfzentrum drin, aber ich fürchte, so viel Glück habe ich nicht. lieber König, ich müsste mal wieder in den Krieg, bitte. Krieg wäre toll. Oh Mann, das ist so echt ätzend so ein bisschen. So, Gebäudeteile, was haben wir hier? Schatzkammer, Steintür, Dach, Schornstein. Name des Froh. Okay, hier, warte mal. Lerngeschwindigkeit, Trainingsgeschwindigkeit. Handelsbonus. Ich nehme das hier. So, wir haben jetzt eine Vogtin. Okay. Aber unsere Schatzkammer ist echt nicht wirklich sehr groß. Oje, und wir kommen hier gleich wieder voll in die Bredouille, was das Gold angeht. Eieiei, unsere Riesengebäude sind natürlich sauteuer. Oh, fuck. Okay, es wird Zeit, dass die Taverne fertig wird. Wir brauchen Geld, liebe Leute, wir brauchen Geld. Oh, lecko mio. Ach, du Scheiße. Ja, da rächt sich jetzt der alte Safe ein bisschen. Weil wir unglaublich viel Zeug haben, das irgendwie gemacht werden muss, bezahlt werden muss. Und, was habt ihr denn diese Woche gekauft? Haben wir hier überhaupt irgendwas verkauft? Diese Woche wurde nichts verkauft. Warum kommt hier kein Fisch hin? Das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz. Hatte ich den Fisch irgendwie ausgesetzt? Nee, hatte ich nicht. Was macht denn die Yvette? Ich bereite mich auf die Arbeit vor. Okay. Du könntest vielleicht mal ein bisschen Fisch holen, Mädel. Wie wär's? Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Immerhin, unsere Fischer schaffen das Zeug ja ran hier offensichtlich. 16 Fische. Wir können uns darüber nicht beschweren. Die arbeiten hier wirklich beinhart. Jetzt muss nur mal jemand das Zeug abholen. Oh Mann. Also ich sehe schon, ich werde hier irgendwie noch was machen müssen, um die Sache zu regeln. Vielleicht hier noch ein Warenhaus hinsetzen. Also eins für, also so ein Speicher. Für irgendwelches... Oh ja, hier ist... Ah, hier ist der Wein. Oh Gott sei Dank. Das wird gleich wieder Geld geben. Also wenn die Taverne fertig ist. Irgendwo war der Wein. Ich habe zwar keine Ahnung, wo genau, aber er war hier irgendwo. Oh, das sieht doch hier schon sehr geil aus. Findet ihr nicht? Huch, der Krieg kommt. Ja, sag ich doch mal. Wie ich schon sage, dass ich Geld brauche, dann von den 4 vorbeilaufenden Passanten entscheiden sich 3, sich in eurem Dorf anzusiedeln. Okay, das ist cool. So. Ab in den Krieg, Leute. Los geht's. Und hier ist auch fast alles fertig. Also wir brauchen vor allem Werkzeuge momentan. Und ein bisschen Arbeitskraft und halt ein paar Steinblöcke. Aber das ist ja jetzt nicht so wild. Denn Steinblöcke sollten wir nach der Fertigstellung der Klosterbaustelle genügend haben. Und wir müssen wieder mal City Name angreifen. Oh Mann, es ist zu hart. Ach Gott, ich liebe diese Tavernenbaustelle. Das ist so geil. Es sieht doch einfach nur super aus. Vor allem diese vielen Planken. Also da kriegt man wirklich die Illusion dessen, dass hier ein Fachwerkhaus entsteht. Das haben sie schon toll gemacht. Und hier hinten haben wir dann den Stall, wo unsere Gesandten dann künftig hin dürfen. Ah, seht ihr mal, hier kommt man schon hoch. Also der Aufgang ist schon fertig. Cool. Ah, ich liebe die Tavernen. Dann können wir hier eigentlich auch gleich nochmal einen Baum pflanzen. Warte mal, falsches Ding. So, Zierbaum.
Kostet ja nur 5 Gold. Ding. Wir haben's ja. Immer schön raus mit der Kohle. Wir reinvestieren hier, damit unser kleines Großplanken irgendwann mal richtig toll und mega wird. Ach ja. Und hier sieht man dann schon die Fundamente. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Aufbau hier oben drauf. Oh Mann. Okay, hier sind jetzt auch für die Steinhalle alle Sachen da. Jetzt muss es nur noch jemand, also fast alle Sachen, nur noch 2 Steine. Jetzt muss es nur noch jemand bauen. Steine sind voll alle hier. Oh. Vielleicht muss ich hier mal einen meiner Steinmetze irgendwie, ich setze euch hier mal kurz auf Pause. Wir brauchen die Steine, liebe Leute. Oh Mann. Wahrscheinlich haben wir irgendwie 100.000 Steinblöcke oder so. Mal gucken. Wie viele Steine haben wir denn? 138. Okay, ja, da können wir ein paar verkaufen eigentlich. Wo sind denn die Steine? Hier irgendwo? Muss ich mal gucken. Sollte doch hier eigentlich beim Handel irgendwo sein. Steine. Wir können Steine verkaufen. Warte mal, hier. Verkaufen. Oh, wir sind schon am Verkaufen. Okay, kein Ding. Kriegen wir hin. Leder könnten wir eigentlich verkaufen. Wir haben davon so viel. Wir können auch wieder Planken verkaufen. Wir sind ja groß Planken. Wir verkaufen Planken. Also wir bräuchten mal ein paar mehr Händler, die den ganzen Scheiß auch kaufen. Himmel helf. Ist ja echt übel. So, was haben wir hier? Bretter, Steine, Holz, Fässer. Aber ich habe hier eigentlich gar keinen Böttcher momentan. Warum habe ich hier denn sowas? Hm. Wobei, Stoffe haben wir doch hier schon irgendwo. Na, mal gucken. Das wird schon werden. Und unsere Taverne hier nimmt echt schön Gestalt an. Fehlt nur noch ein einziger Stein. Und Emma bringt Werkzeuge und bringt einen Stein. Ah, das ist gut. Oh Gott, hier brauchen wir auch nochmal irgendwie 60 Steine, du lieber Himmel. Wow, krass. Aber es gibt auf jeden Fall ordentlich Prunk. Also es lohnt sich recht früh dann damit anzufangen, Tavernen zu bauen. Denn es bringt ordentlich Prunk. Ihr könnt bessere Mahlzeiten herstellen. Und auch den ganzen Wein verkaufen, den ihr bei diesen soldatischen Einsätzen bekommt. Okay, irgendwie ist jetzt hier gerade das Geld explodiert. Ah, und es geht weiter. Hey, die Taverne nimmt hier wirklich Gestalt an. Fehlt noch der Balkon. Und das Nebengebäude. Und hier ist auch nochmal ein Gebäude, wo Zeug rein muss. Aber es wird. Ich glaube, die Küche ist auch schon fertig. Wahnsinn hier. Da sieht man hier schon die Würste hängen. Ich hoffe mal, dass die Nachbarn hier nicht vorbeikommen und die Würste mitnehmen. Das wäre so ein bisschen fies. Oh, ich muss mal eben kurz Pause machen. Hier klingelt's. So. Immer dieser Postbote, der irgendwelche Sachen bringt, die für den Nachbarn sind. Huch. Wer latscht denn hier durch die Gegend? Einer mit einer Angel oder was? Wer bist denn du? Du bist ein Fischer. Okay, er versucht seine Bedürfnisse zu stillen. Alles nicht das Thema. Erstmal rein in die Kirche. Ah, natürlich. Wir wollen uns natürlich ordentlich Glauben abholen. Ja, logisch. Verstehe ich. Treubesucher 66. Du lieber Himmel. Arbeiter, die am Denkmal eingesetzt sind, gibt es keine momentan. Naja, ich meine, ich kann das ja auch noch nicht irgendwie. Ich würde das ja tun, wenn ich hier einen Priester bestimmen könnte, aber ich glaube, das kommt noch irgendwann. Stattdessen haben wir hier eine bald fertige Taverne, für die wir nur noch irgendwie einen Megaberg an Steinen brauchen. Lieber Himmel. Und sehr viele Werkzeuge. Glücklicherweise stellen wir die jetzt selber her und müssen die nicht irgendwo kaufen. Das wäre sonst auf Dauer ein bisschen sehr teuer. So, ich guck mal eben, was sich hier so bei unserem Kloster tut. Haben wir hier irgendwie... Ah ja, die Bienenzucht wird ja gebaut. Haben wir hier irgendwie... so, Punkt der Gebäudeteile kann ich vergrößern.
Ich mache jetzt hier aber keine extra Sachen. Bin ja mal über gespannt, wie ich das jetzt hier hinkriege. Weil eigentlich würde ich ja doch gerne noch ein bisschen erweitern. Ist kostenlos, kostet uns 50 Gold extra. Wäre vielleicht hier sinniger oder hier? Ich meine, hier haben wir mehr Platz. Ich denke mal, ich kaufe das dazu. Die königlichen Streuern sind nämlich ganz schön teuer. So, aber hier können wir gleich mal einen Brunnen reinsetzen. Okay, drei vorbeilaufenden Passanten schließen sich unserem Dorf an. Das sollte jetzt eigentlich mal reichen für die Einwanderung. Oh, und hier wird gleich nochmal fett gebaut. Die Leute finden die Gegend gut. Das ist natürlich schön. Ihr dürft euch hier gerne ansiedeln, liebe Leute. Ich habe da nichts dagegen. Ah, Moment. Jetzt habe ich das ganz vergessen. Ich wollte nämlich noch einen Milchbauernhof bauen. Ha. Ich wusste doch, dass da noch irgendwas war, was ich vergessen habe. So, wo setzen wir den denn hin? Am besten hier hinten irgendwo. Dann haben wir zwar Arbeiter, aber eben nicht nur. So, Plöng. Hier darf der Bauernhof hin und die Käserei kommt dann gleich nebendran. Wo ist das denn? Hier hinten wird gearbeitet und hier vorne geht's rein. So. Damit wir das nicht vergessen. Ich kenne mich ja. Ich baue dann allen möglichen Scheiß und zwischendrin denke ich mir so, hey, du wolltest doch eigentlich noch so Punkt, Punkt, Punkt. So, hier hatten wir Warenplatz Ultra. Hier soll dann am Schluss der Käse rein. Okay. Aber wir müssen jetzt hier noch einen Brunnen bauen, um das hier erstmal zu erschließen. Ah, Brunnen. Brunnen darf, oh ja, mitten in den Wald. Genau. Supergeil. Ich setz mal den hier so hin. Das wird die Baumeister freuen, wenn sie jetzt sich erstmal durch den Tannenwald durchprügeln müssen. Aber hey, sie sind das ja schon gewöhnt. Wir erweitern das hier noch alles. Das wird schon. Und die Taverne. Ich liebe sie. Ernsthaft, Leute. Das ist so eine geile Sache. Darüber freue ich mich jetzt immer noch. Und immer wieder. Aber ihr Lieben, wir haben schon wieder das Ende der Folge erreicht. Ich glaube, nächste Folge kriegen wir die Taverne dann mal fertig. Das wäre ziemlich cool. Ich wünsche euch was. Ich hoffe mal, ihr guckt wieder rein, wenn wir hier weitermachen. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Macht es gut, ihr Lieben. Und tschüss.